Ja, ich war heute hier bei der Nachhaltigkeitstagung des CIAS und habe heute über nachhaltige Gebäude der Zukunft gesprochen, über Klimaanpassung, über die Frage einer Dekarbonisierung des Gebäudebestandes, über einen starken, begrünten öffentlichen Raum, der hitzeresilient ist. Ich habe heute darüber gesprochen, wie wir es schaffen können, die Nachhaltigkeitsziele im Gebäudebereich zu erreichen. Und mich sehr gefreut, dass die Branche, gerade die Immobilienbranche, sich in den letzten Monaten und in den letzten Jahren aufgemacht hat, diese Nachhaltigkeitsthemen wirklich anzugehen und jetzt einen Nachhaltigkeitsrat eingerichtet hat, der diese Themen auch in Zukunft diskutieren wird. Und wir werden uns da sicherlich auch von Seiten der Politik einbringen.